Sprünge ergibt sich durch eine dreifache Kombination. 49 Fahrer haben sich hier in die Liste eintragen lassen, gerichtet. Und platziert wird am Ende in zwei Abteilungen. Und Chris Habekost dafür Vorwege ganz herzlich dank. Und es waren noch Sonderehrenpreise für die Sieger gegeben hier von der Reitervitrine Hemse. Das ist der Carrettino für die Reclema, das letzte Fahrer. Durch und Ziel, ein glattes Gut, Wert von 8,0. Wollte dabei eine Pferdelänge mit der inneren Hand überstreichen. Thank you.
Diese Amazone, ein Aushängeschild.
oder hier der Enrique Camello und dieser Marie Thomas. 18 Fahrer haben wir. Dann haben wir auch noch zusammen gefahren. California,
Also ein bisschen schwere Zeiten erlebt, der Absatz der Fohlen geht, 2 Stunden weniger zum Hengst zu bringen. Im Moment sind wir wohl dabei. Ja, hier gleich. Super Fohlen hier. Ein Stuttform von dem Kasal im Moment hier 16. Fohlen, also schon eine gewaltige Lebensleistung. Ich denke, die Züchter sind auch bereit, diese Fohlen abzugeben. Und ganz interessant geht es hier weiter. Hier ein. Ebenfalls ein Stufer, unglaublich interessant gezogen hier, der Vater, der Hengst Kasal, der sicherlich im Moment der berühmteste, erfolgreichste, begehrteste Hengst Deutschlander Zucht, Ihnen allen bekannt, mit diese selbst mit der Staatsprämie auszuzeichnen. Das Kohl ist am 29.05. geboren und unglaublich bewegungsstark. Und hier wirklich, Herr Jürgens, Züchter, Gratulation, Spitzenkohlen. Aber ich weiß nicht, da bist du ja damals angefangen, sozusagen. Ein großer Züchter. 99? Ich habe 90. Ja, meine ich. Bei Ihnen ist das gleich. Bei mir 13 Jahre. Ja. Das ist so, wie es kommt. Das kam ja damals alles so gleichzeitig, ne? Da haben wir ja nicht mehr gedacht. Da haben wir das Frauenfang gefunden. Ach nee, ich bin nicht getraut. Der Junge hat da ein bisschen stillgehalten, das ist ein Vorwurf gezogen. Guck mal, da baut jeder eine Straße und hat die neue Begangen. Ja, das ist ja viel interessanter auf der Straße. Hallo, es geht hier bei mir und ich bin dabei zu sagen, dass wir die ganze Zeit über. Was ist denn der? Er sagt, der Kurve.
Super, Candy Matilda Carter, das zweite Pferd, das ihr Federball durch diesen schweren Parcours bringt. 70,39 Sekunden. Letzte Chance, 8, 9, 6, Ennergreif rein. Herr Vorberger, herzlichen Glückwunsch. Nisse Lüneburg, Platz 2. Platz 3 war die beste Amazone heute hier in der Qualifikation. Im Wunschstücken aus des Dreierbusses. Im Sattel von Tequila Sunrise. Laura Jane Hackbart, herzlichen Glückwunsch. Rang 4. Und jetzt kommt die Insel Fehmarn mit dem Spiel. Auf Platz 5, da steht nämlich Lady Louise. Platz 6 geht an Akkubia und dann Ilius Jomus. Der Sieger für Akantia und Cassandra Horschel. Und Platz 8 für Quincy Boy, Richard Robinson. Ja, Dritter geworden unter den ganzen
Nee, das müssen wir an Julius einfach noch zeigen. Oh! Oh! Aber ich würde gerne noch eine Runde reichen. Denn gleich gibt es natürlich und natürlich mit den einzelnen Reitern mit Ascovedo, Handel, Philipp Quatermann, Annabella, Sven Niro Hünecke, mit Caruso, Sönke Gestulos und mit Julio Gilliard Iben. Es gibt nun die Glückwünsche der Jury. Oh, guck mal, guck mal, guck mal.
Schon, komm, komm.